Neues, Herr Paco. Und ich habe neues Unboxing für euch, nämlich die Loot Chest Juli 2018. Die ist schon am Wochenende gekommen, bin aber leider nicht dazu gekommen, die auszupacken. Ja, seht ihr, ist alles schön verpackt. Ich habe es gerade nur ein bisschen aufgemacht, dass ich es euch natürlich gleich zeigen kann. Wir fangen auch gleich an damit. Ich stelle es nur wieder gut hin, hier seitlich bei mir. Und dann mache ich nur einen Schlitz auf, sodass ich reingreifen kann. Letztes Mal habe ich ja einen Teil verlost, das machen wir dieses Mal nicht. Diesmal wandert das alles in die 500 Abonnenten-Box. Also das, was ich da jetzt rauskriege, was ich nicht mag, werde ich da reinschmeißen. Ne? Und das sage ich euch dann auch gleich. So, ich habe hier gleich das T-Shirt, das lege ich aber erstmal auf die Seite. Sonst komme ich hier nicht ran, was ist denn hier alles drin? Okay. Oh, hier ist was Kleines, damit fangen wir an. So, was habe ich denn hier? Ein Spray, ein Candy Spray. Seht ihr das? Ein Candy Spray. Hm, sieht doch lecker aus. Bin mal gespannt. Wir testen es natürlich. Also ich werde jetzt die ganze Süßigkeit immer testen. Auch wenn ich dann den ganzen Tag Magenschmerzen habe. Hm, so. Also, ich schüttel mal und... Aha, interessant. Schmeckt nach nichts. Kommt nämlich nichts raus. Muss man das drehen? Bin ich zu doof dafür? Mal. 2000 Jahre später. Ah, jetzt kann man es raus. Uah, was ist das? Oh, das schmeckt nur bitter, als man eine Orangenschale lutscht. Oder Zitronenschale. Eins von beiden. Es schmeckt eklig. Nee, das wandert in den Mülleimer. Wollen die einen töten? So, was haben wir hier? Back to the Future. Ich habe hier irgendwas zusammengelegtes. Ungefähr so aus, sieht aus wie ein kleiner Anzug. Also T-Shirts wird es nicht sein. Wir machen das einfach mal auf und schauen, was das ist. Ah, das ist eine Kochschürze. Und warte mal. Ah, die Kochschürze ist das. Die Kochschürze von Back to the Future. Da bräuchte ich jetzt eine Schere. Habe ich leider nicht, weil das ist hier so festgemacht. Ich zeige es euch. Ich möchte das auch nicht aufreißen. Muss man mit der Schere abschneiden und ich habe jetzt keine Schere hier. Deswegen lassen wir das jetzt so. Aber ihr wisst, wie sowas aussieht. Es ist eine Kochschürze. Mit Martys Klamotten sind es, glaube ich. Noch die von Marty. Ja, das ist ein Back to the Future, also zurück aus der Zukunft. Und dafür eine Kochschürze ist drin. Ich glaube, ich bin eine Kochschürze. Wer braucht eine Kochschürze? Ich koche doch nicht. So, was haben wir denn noch? Es ist ziemlich mau. Also wir haben jetzt zwei Items. Okay, eine Game of Thrones Postkarte. Game of Thrones Postkarte. Ich weiß nicht, was das ist. Die Serie habe ich noch nicht geschaut. Also, ich kenne voll viele, wo Fan davon sind, aber ich habe sie leider noch nicht geschaut. Und scheiße, und das ist einfach nur eine Postkarte. Da könnt ihr was draufkritzeln, an jemanden schicken und glücklich sein. Eine Game of Thrones Postkarte mit einem blauen... Aus dem Teufel in Blau. Teufel in Blau. Mit einem blauen Teufel steht er nicht irgendwo dran, wie der heißt. Nee. Also ich kenne ihn nicht. Ich lege ihn auf die Seite. Hab's ja noch nicht angeschaut. Muss ich noch machen. Auf jeden Fall, Game of Thrones ist noch ein Muss, was ich schauen muss. Ist das noch nicht gemacht? Ui. Oh, eine Pop-Up-Figur. Wie sagt man da? Pop-Up oder Pop-Figur? Eine Pop-Figur. Und das von Magic. Magic, ihr wollt nicht mein dummes Gesicht sehen, ich wollte die Figur sehen. Hier ist sie. Boah, die sieht nicht richtig hübsch. Ich mache es jetzt mal nicht auf. Ihr wisst ja, normal für mich würde ich es jetzt aufmachen, aber da ich es ja verlosen möchte, mache ich das auf jeden Fall nicht auf. Oder da die vielleicht in die Box kommt. Vielleicht kommt die in die Box, was ich da für die 500 Abonnenten gebe. Wo sieht die ausgepackt aus? Guck mal, die hat hier so eine Waffe in der Hand. Ich weiß es nicht, ich habe kein Magic gespielt. Ich habe damals Yu-Gi-Oh! Gespielt, wie verrückt. Kann ich also nicht sagen, wer oder was das ist. Hier geht es aber nochmal. Magic. Und das sind noch ein paar andere Figuren. Wir haben die dritte davon und es gibt sechs weitere. Mal reinheben. Habt ihr eins davon? Halb scharf. Braucht sie da ich nicht. Okay, die ist interessant, die Figur, die gefällt mir. Sieht echt cool aus. Ein sehr ramponierter, was ist das, ein Hund? Wolf? Weißer Wolf? Weiß nicht. Aber sieht cool aus, gefällt mir, ist von Magic.
Wie gesagt, Magic habe ich selber noch nicht gespielt. So, jetzt gucken wir mal, ob da noch was drin ist. Wir haben jetzt bis jetzt 3 Items. Und eins hat echt eklig davon geschmeckt. Nee, ist wirklich nicht drin. Nicht mehr drin. Und jetzt kommen wir zum T-Shirt. Das habe ich ja am Anfang rausgetan, weil es oben so drauf lag. So, jetzt zum T-Shirt. Okay. Ich heb das mal ein bisschen weiter weg, so ungefähr. Dass ihr das seht. Dass ihr das seht. Ich mach mein Mikrofon ein bisschen weg. So. Das ist Megatron 2277. Boah, ich bin so fett. Guck mal, so großes T-Shirt habe ich. So. Das sieht man aber im Heft auch nochmal. Das ist ganz interessant. Megatron. Sagt mir ehrlich gesagt nichts. So das Megatron-Symbol. Aber es ist auf jeden Fall blau. Und mit so einer gelben Schrift. Sieht mal interessant aus. Er sagt mir jetzt nichts. Vielleicht komme ich auch gleich drauf, wenn ich das Heft dann sehe. Aber es ist heute schwierig. So, Megatron. Okay, wir haben jetzt 4 Items. Also eher gesagt 3 Items. Weil dieses komische Plupperwasser hier rechne ich jetzt nicht damit. Und die Postkarte, weiß ich nicht, ob man das als Item zählen kann. Finde ich jetzt auch nicht so toll, muss man sagen. Diese Box war eher mau als irgendwas anderes, hat mir jetzt nicht so wirklich gefallen. Ach so, ich habe noch kein Plus-Abo gemacht oder ich habe es irgendwie verpeilt bei der Bestellung, ein Plus-Abo draus zu machen. Aber ich habe da jetzt eine Mail hingeschrieben vor 2 Wochen, dass ich gern aus mein Abo und Plus-Abo machen möchte, dass ich noch das Extra-Item möchte. Aber kam bis jetzt nichts. Mal schauen, vielleicht setzen sie es noch hoch. Sonst machen wir die ersten 6 Boxen hier mit einem normalen Abo. Aber seht ihr, das ist nicht so wirklich was, wo ich sagen würde, mag ich. Also eine Kochschürze, die kommt auf jeden Fall in die 500 Abonnenten-Verlosung. Viel Spaß, der, wo sie bekommt. Weggeschmissen. So, dann haben wir noch dieses Item hier. Die Pop-Up-Figur, ich finde die ganz hübsch. Da weiß ich noch nicht, ob ich sie mir selber hinstelle oder ob ich die dann auch in die 500 Abonnenten-Special-Box reinschmeiße. Bin mal froh, wenn wir die 500 erreicht haben, dass ich die wegschicken kann. Bin nämlich echt gespannt, was der Gewinner dann dazu sagt. So, das ist weg. Das schmeiße ich auch immer weg. Dann haben wir hier noch die Postkarte. Die kommt auf jeden Fall in die Abo-Box, 500 Abo-Box, aber die zähle ich nicht als Item. Und Candy Light, dieses Getränk oder Gespräch-Dings, werde ich auf jeden Fall schön gleich in den Mülleimer schmeißen. Schmeckt nämlich total eklig. Das schmeckt wie eine Schale. Bitter, sauer und ekelhaft. Das T-Shirt ist natürlich für mich. Ich habe jetzt auch vor, die Wootbox mitzuholen. Vielleicht mal als Thema noch, wenn ich das Heft raushole. Die Wootbox, da mir die Z-Box für Juni keine Box geschickt hat. Ich das total eine Frechheit finde, weil ich auch nicht informiert worden bin. Und jetzt haben sie mir zurückgeschrieben, dass die Z-Box aus ist. Also, dass die Juni-Z-Box aus ist, vergriffen ist und deswegen habe ich keine zugeschickt bekommen. Ich habe jetzt bestimmt seit 2 Jahren habe ich schon die Z-Box. Es ist oft passiert, dass die Box später kam, also ziemlich später, aber noch nie, dass ich sie nicht bekommen habe. Deswegen werde ich jetzt die Z-Box wechseln. Das ist für mich ein No-Go, das geht nicht. Und habe mir überlegt, ich nehme die Wootbox. Könnt ihr ja mal reinschreiben, wie ihr die Idee findet. So, wir sind jetzt beim Heft angelangt. Hier ist das Heft. Die war off. Naja, die Box war Schrott off. Sorry, aber mir gefällt die Box gerade überhaupt nicht. Guck mal, das wäre geil gewesen. Also da hätte ich mich tierisch gefreut. Die Tasche. Die Tasche ist ja mega geil. Ich liebe ja Fallout. Auf jeden Fall, das Spiel jetzt nichts mit Fallout zu tun, irgendwie das T-Shirt. Weil das kommt mir irgendwie vor wie so ein, wie heißen die riesen Viecher, was es bei Fallout gibt? Todeskralle? Todeskralle. Sieht das ungefähr aus. So, hey ho, Luder, steht da noch dran. Da steht noch ein kleiner Text. Ja, aber wie gesagt, die Box hat mir nicht gefallen. Vielleicht war das Sonderitem wieder cool. Hier war das letzte, Unboxing hier, wo wir gemacht haben.
wo ich das Mofa bekommen habe, wo hier immer noch nicht abgebildet ist. Hier sind die coolen Schlitten abgebildet vom Batman, aber mein Mofa ist hier immer noch nicht. Und die Extrakette, was ich unbedingt wollte. Aber naja, Pech. So, dann geht's weiter. Jetzt gucken wir aber, was für Item hatten wir drin. Wir hatten einmal hier das T-Shirt drin. 14,95 Euro hat es gekostet. Und ist eine Todeskrallen. Doch, das sind die Todeskrallen. Das ist bestimmt von Fallout. Aber steht jetzt auch nicht dran, ob es wirklich von Fallout ist. So, jetzt haben wir hier unten die Pop-Up-Figur. Da war eine Pop-Up-Figur. Da waren jetzt viele davon. Und wir haben ja den oberen, den Löwen, den Weißen oder was es da ist, bekommen. Und die werden mit 12,95 Euro angerechnet. Okay, und jetzt haben wir ja die Kochschürze von Zurück aus der Zukunft. Die wird auch mit 12,95 Euro angerechnet. Ach, eine Kochschürze, wirklich 12,95 Euro. Auf jeden Fall habt ihr die in der 500 Abonnentenbox. Wenn man 500 Abonnenten erreicht hat, dann hat jemand die Chance, die zu bekommen. Dann haben wir hier diese Bilder, also die Postkarten. Auch ganz interessant. Und die werden angerechnet, ich sag's euch gleich, mit 95 Cent. Preise sind ja heftig. Das komische Gesurf da, das war eklig, das Spray. Und das ist natürlich gratis dazu. Und für Plus-Mitglieder, was ich irgendwie nicht bin, wo ich mir hundertprozentig bin, aber ich mösste jetzt niemanden beschuldigen. Habe ich angekreuzt, dass ich eine Plusbox möchte jeden Monat. Aber ich kriege das abgezogen von der normalen Box und die reagieren nicht auf meine Mail. Bin mal gespannt, ob sie sich da bald melden, dass ich das hochstufen kann, bevor noch mal eine Box kommt. Und da war nämlich drin gewesen eine Jurassic Park Münze. Die fangen jetzt auch an wie die Z-Box. Ne? Hauen wir jetzt auch Münzen rein? Ich hoffe nicht. Weil, wie gesagt, die Münzen sind schon cool. Für Sammler ist das bestimmt gigantisch. Aber ich möchte lieber Loot-Zeug. Ich möchte noch eine Figur drin haben oder irgendwas anderes. Vielleicht noch ein T-Shirt. Also eine doofe Münze. So, ist noch irgendwas drin, was belangen ist. Ich glaube, da ist noch ein Roman. Ist das noch irgendwie ein Roman drin? Seite hier. Ein paar Seiten, wo es romanmäßig ist. Gucken. Spezialroman. Ivans Weg. Hier, das ist mal eine lustige Idee. Also hast du hier noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Roman. So, das war's mit unserem Video, mit unserem schönen Video. Es war leider nicht viel zum Auspacken. Mein Gott. Also Unibox von Z-Box nicht bekommen. Das war schade, weil das T-Shirt hat mich schon interessiert. Loot-Chest im Monat ziemlich. Ich fand das extrem wenig Items. Also die zwei Items rechne ich eigentlich überhaupt nicht dazu. So eine Postkarte ist für mich kein richtiges Item, tut mir echt leid. Vielleicht denkt ihr anders da. Die Figur ist okay, die Kochschürze, naja. Das T-Shirt ist auch ganz gut. Wenn es wirklich die Todeskralle ist, dann hat es mich gefreut. Mal schauen. Jetzt habe ich noch zweimal die Z-Box. Ich komme leider aus diesem Vertrag nicht raus, weil sie mir ja keine Z-Box geschickt haben. Aber ich muss ja noch zweimal die Z-Box annehmen. Falls sie kommt, werde ich sie auch für euch auspacken. Aber was wollt ihr danach sehen? Also wie gesagt, die Wutbox ist zurzeit noch anstatt. Aber ihr könnt mir unten in die Kommentare schreiben, welche Box gibt es noch. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim selber irgendwas auspacken. Viel Spaß beim Zocken, Film gucken, Animes gucken, alles was ihr macht. Viel Spaß dabei. Tschüss. You cry, no.